Sie selbst bezeichnet sich als trockenen Sugarholic. Anastasia Zamponidis isst seit fast 12 Jahren keinen Industriezucker mehr. All die Erfahrungen, die sie in dieser Zeit gesammelt hat, hat sie aufgeschrieben und präsentiert das Buch bei Thalia in Oldenburg. Vor der Lesung treffen wir sie zum Promi-Plausch. Für immer zuckerfrei heißt das Buch. In der Bestsellerliste steht es ganz weit oben. Wir haben eben gerade schon uns das Du angeboten. Wie fühlt sich das an, ein Buch zu schreiben und mit dem ersten gleich in der Bestsellerliste ganz oben zu landen? Ich hatte gehofft, dass es ein paar Leute lesen. Und dann wäre das für mich ja auch in Ordnung gewesen. Aber dass es jetzt seit fast 5 Monaten in der Top 3 ist, das ist sensationell. Schön. Was hat dich dazu bewogen zu sagen, also Zucker und ich sind ab jetzt getrennt? Die Scheidung. Also ich habe 2006 angefangen, den Zucker wegzulassen und ich habe 3 Jahre vorher wirklich versucht, das zu schaffen und habe es nicht geschafft, weil ich eben die versteckten Zucker nicht kannte. Ich wusste nicht, dass es immer und überall ist, sodass ich ständig dieser Pegelesser war. Und wenn ich ein bisschen weniger Zucker dann zu mir nahm, hat mein Körper das sofort gemerkt, da fehlt was, ich brauche wieder Nachschub. Und dann habe ich wieder eine ganze Tafel gegessen. Und das ist das Problem. Das heißt, im Grunde genommen ist es sowas wie eine Sucht, oder? Da passiert das Gleiche wie bei richtig harten Drogen wie Kokain und Dopamin wird ausgeschüttet, das Belohnungszentrum wird stimuliert und da passiert wirklich das Gleiche im Gehirn. Eine Ärztin für traditionelle chinesische Medizin riet ihr dazu, den Zucker wegzulassen, um die Heißhungerattacken zu beenden. Vor der Kamera steht Anastasia seit fast 20 Jahren. Egal ob beim Musikfernsehen, als Außenreporterin bei Wetten, dass oder auch bei Six, früher griff sie gerne zum, wie sie es nennt, süßen Gift. Saccharose, Dextrose und. Zucker hat über 70 verschiedene Namen. All das kommt Anastasia nicht mehr auf den Teller. Nur Fruchtzucker ist erlaubt. Das ist sozusagen auch mein Schokoersatz. Ich schneide das in Streifen, ab in den Ofen mit Olivenöl, gebacken, Chips. Ist für mich so süß wie früher Schokolade. Und wie sieht das mit Saft aus? Ist der für dich auch völlig tabu? Also ich würde niemals 1 Liter Saft am Tag trinken, auch diesen Direktsaft nicht. Natürlich, die zugesetzten Zucker haben ja sowieso nicht. Das Problem ist, dass die Leber die Fructose alleine übernimmt. Ja? Und das ist zu viel des Guten. Also so ein kleines Glas Saft am Tag reicht. Auch das also nur in Maßen. Doch auch dem Industriezucker zu entkommen, ist gar nicht so einfach. Wie sieht's aus mit verstecktem Zucker? Also man isst jede Menge Schokolade und Schokoriegel, da weiß man's. Aber wie sieht's bei anderen Produkten aus? Ich glaube, das ist immer noch sehr beliebt bei uns Deutschen. Dass halt abends zur Brotzeit Wurst draufkommt. Und hier kann man eigentlich durch alle Packungen gehen, es ist überall Zucker drin. Und das war für mich damals schon eine große Überraschung. Das habe ich nicht erwartet. Warum ist da Zucker drin? Das vermutet ja keiner. Also erstens mal ist es ein günstiger Füllstoff, dann ist es ein günstiger Konservierungsstoff und es ist ein Geschmacksträger. Fett, Salz und Zucker sind Geschmacksträger. Und deswegen wird es da zugesetzt. Und je mehr Zucker vielleicht irgendwo drin ist, umso öfter greife ich dazu. So konditioniert man seine Kunden, auch immer wieder zum selben Produkt zu greifen. Die Welternährungsorganisation empfiehlt höchstens 25 Gramm Zucker am Tag. In einer Tüte Gummibären stecken aber 90 Gramm Zucker. Heute lässt Anastasia die klebrigen Versuchungen links liegen. Aber sie ärgert sich über die Masche der Zuckerindustrie. Schau mal, sowas ist halt besonders pervers, finde ich. Das zieht ja direkt auf Kinder. Sie kennen Snoopy, sie kennen die Peanuts, sie mögen sie, da entsteht eine emotionale Bindung. Ich finde das nicht gut, weil Kinder ja nicht reflektiert sind. Die wissen ja gar nicht, was sie tun. Man kann sie ganz einfach manipulieren. Ich finde, man sollte junge Menschen in Ruhe lassen, bis sie mindestens 16 sind. Mit 16 hat Anastasia Zucker geliebt. Jetzt ist sie 49. Vielleicht sind es der konsequente Verzicht auf Industriezucker und ihre gesunde Ernährung, die sie jünger wirken lassen. Mit ihrem Zuckerverzicht trifft sie beim Oldenburger Publikum jedenfalls voll ins Schwarze. Je mehr man sich mit dem Thema befasst, denkt man, ist doch eine Sucht. Ich esse zum Beispiel gerne ein Stück Kuchen halt eben. Und das sind so Dinge, die sicherlich erstmal schwerfallen würden, aber vielleicht gibt es Alternativen. Ich bin mit guten Vorsätzen in das Jahr gestartet und habe selbst versuche jetzt zuckerfrei im neuen Jahr zu beginnen. Wer das durchziehen will, muss vor allem das Kleingedruckte lesen und am besten auf unverarbeitete Lebensmittel setzen und die frisch zubereiten. Süßes Gemüse ist super, Nüsse und Kerne, gesunde Fette. Dieses gesunde Fett macht nachhaltig satt und auch wirklich glücklich. Das sind alles so Alternativen, da würde ich immer zugreifen. Und auf keinen Fall hungern. Wer hungert, der ist in Versuchung, wieder zum Zucker zu greifen. Essen, essen, essen und sich nicht um das Gewicht kümmern, das reguliert sich von alleine. Zugegeben, das ist einfacher gesagt als getan. Aber wann, wenn nicht jetzt zur Fastenzeit, könnte man sich am Ernährungsplan von Anastasia Zamponidis orientieren und zumindest auf ein kleines bisschen Zucker verzichten.